Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Harvestella. Die Menschen aus Argen sind verschwunden und es scheint so, als hätten die Losindulgentia damit zu tun. Die Blumen, die sich alle zur Vergebung ihrer Sünden praktisch gekauft haben. Und ja, wir sind jetzt bei der Winterkronomalie und versuchen dort herauszufinden, was geschehen ist. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, denn es ist schon 8 Uhr. Und ich bin sehr gespannt, was diese Blumen denn nun genau sind. Denn es sollen entweder, müssen die entweder Teleporter sein oder irgendwie anders verbunden mit den Dingen, die hier bei der Chronomalie stattfinden. Sie haben dafür gesorgt, dass die Menschen verschwinden. Und ich schätze, das haben sie nicht freiwillig getan, die Menschen. Ich meine, vielleicht waren die Blumen auch einfach nur ein Zeichen dafür. Diese Menschen sollen rein sein. Denen soll geholfen werden. Und dann wurden sie wegteleportiert, um sie für die Zukunft zu sichern, denn irgendwie... Naja, geht es ja in dem ganzen Spiel darum, die Zukunft der Menschen zu sichern, aus der ja auch Aria kommt und die ziemlich am Ende ist. Und die Ohm kommen aus dieser Zeit und versuchen wohl das Chaos zu verhindern, was dort ausgebrochen ist, den Weltuntergang zu verhindern. Vielleicht ist das eine der Methoden. Um das zu verhindern. Ich habe ein Eisrezept erhalten. Warum musste ich dafür jetzt was aus dem Rucksack tun, wenn das am Ende gar nicht im Rucksack endet? Oh. Man, vielleicht sind das wirklich einfach Auserwählte gewesen. Diese Menschen sind rein, die sollen wieder in die Zukunft mitgenommen werden oder aufgehoben werden. Vielleicht eingefroren, damit man sich später auftauen kann. Was weiß ich. Auf jeden Fall... praktisch als gute Menschen, die vielleicht die Zukunft gut mitgestalten können. Wobei ich Menschen, die denken, sie können sich von ihren Sünden einfach freikaufen, eher als nicht so gute Menschen bezeichnen würde, aber hey, was weiß ich. Ich habe jetzt gar nicht so richtig mitbekommen, was denn diese Spezialattacke war von meiner aktuellen Klasse vom Pilger. Was hat das jetzt gemacht? Schlitzangriff und mehrfach angreifen. Okay. Choreo oder Schlitzschaden erhöhen. Erstmal die da unten. Verbreitet Dogma, um umstehende Gegner mit einem Schlitzangriff aus der Entfernung zu treffen. Okay, geht sogar beides. Da haben wir jetzt so einiges freigeschaltet. Dann noch... Ja, bitte. Ja, Schattenläufer. Noch ein bisschen aufbessern. Bruchschaden verbessern. Ich muss sagen, was mit der Bruchanzeige habe ich immer noch nicht wirklich verstanden. Und werde es wahrscheinlich bis zum Ende des Spiels auch nicht. Wie soll das denn verbessert werden? Umschalten zwischen Flamme und Frostgeschossen. Ändert normalen Angriff und Fähigkeitsattribute. Von Feuer auf Eis, aber wie soll das denn verbessert werden? Seltsam. Nun. Wir haben etwa 10.20 Uhr. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Hier kommen wir noch nicht drüber.
Oh. Wieder so ein Ding. Da kommen wir noch nicht hoch. Vielleicht sollten wir es noch nicht auslösen, sondern erst dort hinten hingehen. Ich kann hier nichts abbauen. Ist ja jetzt die Frage. Ich meine, wir haben noch genug Essen. Eiskerne. Okay, das bringt mir nichts. Ich verschwende eigentlich nur Essen, wenn ich versuche, hier die Sachen aufzuheben. Das möchte ich bitte reparieren. Du bist sehr müde, ja. Och nee, mein Rucksack ist schon wieder voll. Irgendwas, das ich entsorgen kann, entsorgen wir doch den Pelz. Glitzerpulver erhalten. Ich riskiere es jetzt einfach mal, gleich ohnmächtig zu werden. Weil ich gerne lieber noch zum nächsten Speicherpunkt kommen würde. Rucksack ist voll. Eigentlich wäre es auch ganz gut, wenn wir uns mal einen größeren Rucksack kaufen würden. Ich aber auch komplett vergessen gehabt, dass man das kann. Ja, zwei Kisten, die kann ich eh nicht mitnehmen. Muss ich beim nächsten Mal vorbeikommen. Können wir hier irgendetwas tun? Hier kommen wir hoch. Ich bin so verwirrt. Konnten wir denn die ganze Zeit schon springen? Ich dachte nämlich, ich hätte das praktisch außerhalb dieser Höhle auch schon versucht. Und da konnten wir nicht springen. Sommerbrise, Tag 30. Ja, wir dürfen jetzt erstmal unser Geld wieder der Ärztin geben. Schon klar. Hallo Chris, tschüss Chris. Man bräuchte halt auch nicht jedes Mal diese Einblendung. Der 900 Griller, nimm dir doch einen Festpreis. Und mach das nicht davon abhängig, wie viel Geld ich habe, um mich dann arm zu machen. So, wir lagern einige Dinge. Kabulsamen, das ist auch neu. Wird zu schwarzem Pfeffer verarbeitet. Das war wieder was, was zum Verkaufen war. Egal. Irgendwann später. Drei Bomben mache ich mir. Wir hatten nämlich keine mehr. Genau, dann bewege ich dich mal hier rüber wieder. Du gibst 500 Lebenspunkte, du gehst nach vorne. Einen Saft dürften wir aus der Ernte draußen noch bekommen.
Und ich will gucken, ob ich aus der Blume was herstellen kann. Na, ein Brief von Otella. Ich habe einen Brief von Otella bekommen, in dem sie uns bittet, dass wir sie am Ei des Himmels treffen. Ich habe keine Ahnung, was sie diesmal plant, aber wir können sie auch nicht ignorieren. Gehen wir sie fragen. Sie wartet bei den Zuchtkapseln auf uns. Wir können sie dort treffen zusammen. Ja, irgendwann. Nicht jetzt. Hauptquest. Jetzt ist Hauptquestzeit. Ich bin zwar immer voll gespannt auf die Nebenquests und die Beziehungsquests vor allem, aber man will doch auch vorankommen. Wann bin ich bei Azir in der Beziehungsquest schon so weit? Die anderen müssen auch erstmal aufholen. So, Gemüsesaft. Ja, du gibst mir wie viel? 700, ja, dann kommst du auf jeden Fall hinter den Hopfensaft. So, kann ich aus der Blume irgendwas herstellen? Saft? Nee. Okay, ich kann aus der Blume nichts herstellen. Schade, hatte ich irgendwie so erwartet, keine Ahnung. Weil da steht, wird zu schwarzem Pfeffer verarbeitet. So, aber wir brauchen was für die Herstellung. Wir haben ja ganz viel Zucker noch und wir haben von diesen Blumen noch. Honigblumen haben wir. Wir haben die beiden. Wir haben noch ein paar Möhren. Ich weiß nicht, was, ob man daraus was machen kann. Pilze. Nehmt einfach mal mit. In der Hoffnung, daraus was herstellen zu können aus den Sachen, die ich jetzt mitnehme. Da habe ich nicht genug von. Da kann ich Fleisch reinlegen. Da kann ich die Honigblumen reinlegen. Da kann ich Sternweizen mit reinlegen. Gut. Und da mache ich mal die Regenbohnen rein. Das sind dann alles so Dinge, die man noch nicht hergestellt hat. Ich glaube, das ist was Gutes, wenn man die mal ausprobiert. Anstatt immer nur dieselben Sachen. Und dann gießen wir noch mal drüber. Die Sachen beim Uferbiom waren, glaube ich, leer. Ich gehe nochmal nachschauen, aber ich glaube, da hatten wir nichts mehr angepflanzt. Genau, okay, cool. Dann müssen wir uns darum nicht mehr kümmern, die letzten zwei Tage. Na, no, Kuschli. Dann die Hühnchen. Meine süßen Baumwollfeder. Mir wurde auch der Tipp gegeben, ich soll mich beim nächsten Silenzium mal auf der Farm gut umgucken. Ich habe mich da ja eher zurückgehalten, weil ich dachte, man darf beim Silenzium nicht raus. Entsprechend war ich dann nicht draußen unterwegs, aber ich werde das einfach mal testen. Ja.
Ich glaube, die nächste Rucksackstufe war tatsächlich recht teuer, deswegen warte ich damit jetzt gerade noch. Und kaufe die nicht direkt. Und wir reisen zum frostigen Einengung. Na, klar dürfen wir uns den wieder vornehmen. Du. Aus dem Weg, Kumpel. Ah, da haben wir die Brücke freigeschaltet. Wir müssen also nicht mit dem ganzen Weg außen rumlaufen. Das ist doch schon mal gut. Das müssen wir wieder einfrieren. Ich finde es wirklich gut, dass an Shortcuts gedacht wurde, und zwar reichlich. Ansonsten wäre das mit dem Spiel echt frustrierend geworden, wenn man jedes Mal den ganzen Dungeon wieder erkunden müsste. Wirklich mehrere Gegner trifft. Das sind halt einfach Klingen, die mehrere Gegner treffen. Auf Distanz. Ich habe ja sowieso so ein Fable für Klingenwaffen. Genau, da müssen doch die zwei Kisten gestanden haben. Andarino. Klingt nach was, was ich noch nicht kenne. Och nee, wer hat mich denn jetzt vergiftet? Das war kein Gift. Aber ich weiß nicht, was genau das Symbol zu bedeuten hatte. Windschotensamen. Lass mich ran, das ist sowas wie Chili-Samen. Wie komme ich denn da rüber? Das ist jetzt irgendein Gift. Nee, auch kein Gift. Aber es macht mehr Schaden dauerhaft. Hm. Ah. Jetzt muss ich hier das auftauen. Dann zurück und an dem Wächtding vorbei. Okay, und vielleicht auch nicht. Doch, doch, da hinten geht's hoch. Da hinten ging's hoch. So, ich bin oben. Und jetzt? Ah, da geht's weiter.
Na, die Gegner hier sind schon wieder herausfordernder als die im letzten Gebiet. Hier bekommen wir durchaus ein wenig Schaden, wenn wir nicht aufpassen. So, was willst du von mir? Das ist wieder was, wo ich forschen kann und auf die Nase bekomme. Von der rissigen Eiswand kommt ein trockenes Knacken. Und ein Eisbrunnen bricht heraus. Ja, danke. Alter, was soll denn das? Wie random ist denn das, dass man da so viel Schaden bekommt? Beides ist eine gute Idee, einfach mal auszuweichen, nicht dort zu bleiben. Und wie random, dass man einfach das ganze Leben abgezogen bekommt. Bin da echt kein Fan von. Teilweise, von diesen Dingern. Wenn das alles ein bisschen vorhersehbarer wäre, wäre das eine coolere Sache, sind wir mal ehrlich. Ich habe keine Heilung mehr. Gott, jetzt wieder. Ich wollte nur kurz am Furchtmonster vorbei. Ich dachte, hier wäre vielleicht ein Speicherpunkt. Da ist eine Brücke. Die freizuschalten wäre jetzt vielleicht noch schön. Kann ich das denn machen, während ihr da kämpft? Nein, kann ich nicht. Okay. Weil ich wieder ohnmächtig werde. Ja? Ja. Das hasse ich halt. Man macht sich den ganzen Weg und darf ihn gleich nochmal machen. Und man hat keine Zeit mehr und man sich auch nicht den Speicher, den Schnellreiseweg freischalten kann, weil man zu erschöpft ist. Weil die Zeit halt nicht reicht. Beziehungsweise hat noch nicht mal was mit Erschöpfung zu tun. Ja, ohnmächtig. Oh, nerv! John, Silenzium. Okay, schauen wir uns auf der Farm um. Schauen wir uns auf der Farm um, stellen Essen her. Nervig, ey. Dass man dann halt auch noch besagt bekommt, ja, du darfst das jetzt nicht, den Quickslot praktisch freischalten, weil die Zeit dafür nicht reicht. Dann lasst mich das so freischalten und meinetwegen danach zusammenbrechen, aber dann habe ich es freigeschaltet. Ich muss sagen, ich mag zumindest tatsächlich Silenzium, dieses komplett in Sepia gehaltene.
Schwitzschoten sind halt tatsächlich Chilischoten. Und Pandarinen sind sowas wie Mandarinen. Dieses Wintererzeugnis kann vielfältig verwendet werden. Man kann sie roh essen, sie kochen oder als haltbare Marmelade aufbewahren. Ja, rein da. In mein schönes Lager. Ich muss mal Essen wieder machen. Mongole Bianco, was auch immer das ist. Ja, damit. Mongole Bianco. Pasta aus regionalen Schotoller-Produkten. Das einfache Knoblauch-Dressing bringt den reichhaltigen Geschmack der Meeresfrüchte zur Geltung. Wäre halt so gar nichts für mich, weil ich überhaupt nicht auf Meeresfrüchte stehe. Aber an sich gibt es uns immerhin 2800 Lebenspunkte zurück. Das ist schon mal sehr cool. Machen wir von dem Tapas auch nochmal. Wir haben halt nicht mehr allzu viel zu essen. 2800, das heißt, du kommst hier erstmal an dritte Stelle. Zwei Stellen halten wir mal für Saft offen. Oder für so eine Bergpfanne wäre natürlich auch was. Das sind halt noch so viele Sachen, die wir noch gar nicht probieren konnten, weil wir noch gar nicht alle Zutaten kennen. So, die letzte Gurke mal aufgebraucht. Hier kann ich nichts herstellen. 1800 für das Bergprassending. Gourmetgericht vorbereiten, okay. Mal gucken, was damit passiert dann. Was hat jetzt genau was gemacht, dadurch, dass es ein Gourmetgericht ist? Well, was, Eis. Ich wüsste gern, was das alles heißt, aber okay. Physischer Angriff plus 10. Es scheint jetzt nicht irgendwie groß was anders zu machen. Ich hab's zumindest mal dabei. Und wie gesagt, einen Saft würde ich dann noch mitnehmen. Den habe ich ja auch schon in der Mache. Das Silenzium. Mehr sagst du dazu nicht? Okay. Da oben ist dann auch nur die Statue. Okay. Noch nichts Neues. Also ich soll mich mal auf der Farm umsehen während des Silenzium. Ich wage es einfach mal. Obwohl ich ja schon ein bisschen Angst habe, gleich einfach umzufallen. Weil mir ja gesagt wurde, du darfst nicht raus. Bei Silenzium. Aber es ist echt schön eigentlich. Mit den ganzen Geglitzer. Hühnchen geht's gut, ja?
Okay. Ich habe keine Ahnung, wo ich hinlaufe, aber ich soll mich auch einfach umsehen. So, wir sind beim Uferbiom. Hier ist nichts Seltsames. Ich weiß halt auch gar nicht, was ich suche. Hartholz, Kühlbeere, hier war ich schon. Hier steht nur die Truhe. Mach ich denn da hinten schon? Dann kann ich nur was wegsprengen mit Bombe Level 2, die wir noch nicht haben. Hinter der Farm selbst ging es noch irgendwo lang. Das sieht schon so schön aus. Ich kann tatsächlich schon die ganze Zeit springen. WTF! Wieso habe ich das irgendwie nicht mehr gewusst? Nun, ich bin die Beste. Man kommt offenbar auch ohne Springen durch dieses Spiel. Zumindest bis zu dieser Höhle. Sag mal kurz ordnen, damit ich den Trank mitnehmen kann. Den Trank. Kaffee. Der Supertrank. Ein angenehm aromatisches Getränk. Mach dich wach, wenn du ihn trinkst. Hier, wir haben Kaffee dabei. Aber mal so schön mit einer Tasse Kaffee in den nächsten Bossfight gehen. Warum nicht? Rucksack ist schon wieder voll. Wir brauchen wirklich den größeren Rucksack. Ja, bisher ist mir nichts Besonderes aufgefallen. Auf meiner Farm, so bei Silentium. Butter. Das ist natürlich nice. Aus Getreide mache ich Kluckelfutter. Gut, das muss ich mir natürlich merken jetzt erstmal. Getreide erzeugt Kluckelfutter. Also hier hinten geht es gar nicht lang. Weil ich, keine Ahnung, hier was sprengen müsste. Was ist mit dir? Was habe ich getan? Oh
Gott, was? Bin ich jetzt tot? Hallo, ist das die Hölle? Du bist im Inneren der Welt, in meinen Erinnerungen. Ich kenne dich doch aus meinem Traum. Dein Körper schläft friedlich im Brunnen. Nur dein Bewusstsein wurde hierher gebracht. Ich war es, die dich gerufen hat. Ich wollte dich kennenlernen. Die Person, die im unbekannten Teil von mir existiert. Ich möchte, dass du mir zeigst, warum du auserwählt wurdest. Ich werde drinnen auf dich warten. Der Weg voraus ist voller Gefahren, doch mit der Hilfe deiner Freunde wirst du es schaffen. Deine Freunde werden dich unterstützen, wenn du es möchtest, denn jenseits dieser Entbehrungen werde ich warten. Wir sehen uns dort. Ich hoffe, das ist nichts mit Koop. Oder ich nehme einfach meine Ingame-Freunde mit. Denn auf Koop habe ich so gar keinen Bock. Wo bin ich? Ich war doch gerade noch. Aria! Jenny, warst du das? Du sagst also, ein seltsames Mädchen bringt dich her, wenn du in die Nähe des Brunnens gehst? Warum soll es das tun? Das Mädchen will, dass wir tiefer vordringen? Ja, dann können wir nur eins machen, dem Mädchen jedes Wort glauben und ihm folgen. Es ist sinnlos, über solche Dinge nachzudenken, wenn wir es einfach suchen und fragen können. Egal, machen wir uns auf den Weg. Einfach blind glauben, ja. Schwierig. Okay, aber es war tatsächlich einfach, dass ich die Leutchen aus meiner Gruppe rufen konnte. Wo sind wir hier? Und einiges, was das Mädel gerade gesagt hatte, macht mich doch stutzig. Wir sind im Inneren von dem Mädchen. Wir sind in ihren Erinnerungen. Als existieren wir doch eigentlich gerade gar nicht wirklich und alles, was wir tun, ist schon passiert. Ich bin irgendwo neu, irgendein Mädchen sagt, finde mich, und ich, das Erste, was ich mache, ist angeln. Nachdem ich gerade erfahren habe, oh, wir existieren offenbar gar nicht wirklich. Venimmuschel. Venimmuschel. Diese Muschel gräbt sich gern ein. Trotz ihres bedrohlichen Namens ist sie nicht giftig. Sie filtert und reinigt das Wasser. Auf natürliche Weise. Deswegen man sie auch die Hausmeisterin nennt. Okay, cool. Hallo Hausmeisterin. Irgendwo da unten will sie auf uns warten. Aber wir müssen uns wahrscheinlich runterkämpfen. Was ist denn das alles? Gegner springen heraus. Okay. Hi. Warum hat mir gesagt, ich soll bei Silentium drin bleiben, weil ich Schaden bekomme, aber eigentlich bekomme ich gar keinen Schaden. Weil ich die Auserwählte bin, aber Auserwählt für was? Verschmutzte Erde erhalten. Erinnerung steht da jetzt aber auch dabei.
Herbstschicht. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir heute da ganz an den Grund kommen werden, wenn wir uns durch alle Jahreszeiten kämpfen müssen. Wir haben schon 10 Uhr. Es scheint aber relativ wertvolle Gegenstände zu geben. Im Angriff bin ich leider nicht schnell genug ausgewichen. Alles und ich bin nur noch neugieriger auf die ganze Geschichte, ganz ehrlich. Was zur Hölle? Pyroflüssigkeit. Okay, Herbstschicht, zweiter Stock. Paranoid. Einer von euch wird wohl der Richtige sein. Keine Ahnung welcher. Ich werde zwar definitiv nicht tiefer schlafen. Lass mich raten. Gegen das Vieh müsste ich eigentlich kämpfen. Das Ding schläft. Okay, lassen wir es doch schlafen. Diese Story verwirrt mich so ungemein. Aber es scheint ja alles mit irgendeinem Projekt zu tun zu haben, wo sie versuchen, die Zukunftswelt zu retten. Wenn wir in einer Erinnerung sind. Haben sie vielleicht versucht, in der Vergangenheit oder dann in der Erinnerung Dinge zu ändern, um die Zukunftswelt zu retten. Wie sollte das denn möglich sein? Wenn es nur Erinnerungen wären, ginge das ja nicht. Ich finde die Bäume ganz mega schön. Aber ja, ich habe nicht gemerkt, dass ich schon so wenig Leben nur noch habe. Das ist eine Arena? Okay, wir haben es geschafft.
Mennoniten haben wir. Dich nehme ich noch mit. Dich nehme ich mit und dich nehme ich mit. Kann ich zur Farm einfach zurück? Ja, zu spät. Egal, ich habe alles. Was hier war. Und ja, ich muss wieder haufenweise Geld bezahlen, ist egal. Herbstschauer, Tag 1. Wir haben Herbst, schön. Bin gespannt, wie es aussieht. Ja, Frau Kress, ich soll nicht immer draußen so lange arbeiten, mir egal. Ja, du hast mich wieder ausgenommen. Herbst, juhu! Ich dürfte noch alles haben. Von... Naja, Essen halt nicht. Gut, aber sonst habe ich alles. Blitzstein für die Verstärkung von Waffen. Pyroflüssigkeit für die Verstärkung von Waffen. Löffel, cool. Chaosjuwel. Ein Erz, das die Kraft des Silentiums in sich trägt. Es könnte nützlich sein, insofern du einen Weg findest, das Silentium daraus zu entfernen. Verschmutzte Erde. Erde, die durch gefährlichen chemischen Abfall gesperrt und verschmutzt wurde. Sternenkristall. Ein Kristall, der wie die Sterne glänzt. Man sagt, er enthalte einen seinem einmaligen Glanz durch magische Kräfte. Okay, cool. Das Ketchup-Omelette war ganz gut. So als Gummi-Essen. Gourmet-Essen gibt offenbar einfach nur noch mehr Ausdauer dazu. Dann bin ich ja jetzt mal auf den Herbst gespannt. Na. Schöne bunte Blätter. Neue Herbstprodukte. Die Jahreszeit des feuerroten Laubs bricht an. Wie wirst du deinen Herbst verbringen? Wir präsentieren voller Stolz neue Produkte. Saat, die im Herbst angepflanzt werden kann. Hol sie dir jetzt, solange der Vorrat reicht. Yay. Erstmal Tierchen füttern. Ach, ich mag den Herbst irgendwie. Zumindest in-game. Mit den bunten Blättern. Alles so schön orange und warme Töne. Ich kann die Kastanien ernten. Schön, darauf wartet man das ganze Jahr. Vertrocknete Pflanzen kann man ernten? Okay. Ich dachte, die muss man halt einfach nur wegwerfen. Also die wegarbeiten praktisch. Und man kann die ernten? Auf jeden Fall wollte ich ja die Felder neu anordnen. Ich würde hier drüben alles voller Maschinen machen. Damit wir da mal ein bisschen mehr vorankommen. Also wäre das wohl so das Erste, was ich gerade mir planen würde. Dass wir da drüben alles voller Maschinen machen.
Ich verkaufen, die Feder verkaufen mit den Pflanzen, keine Ahnung. Bringt etwas Geld, okay. Ich hätte irgendwie ganz gern noch einen Preis dabei, wenn man sowas verkauft. Dass man sieht, wie viel man dafür bekommen würde. So, Maschinen. Ich habe 2 Käsepressen zumindest schon mal. Ich brauche noch Platz für eine 2. Mehlmaschine. Ein 2. Roaster soll hier hin, Smoker. Entschuldigung. Dann kommt hier etwa die Käsepresse hin, würde ich sagen. Wir haben so eine schöne kleine industrielle Fertigung anbauen. Da würde Milch reinkommen, vermute ich dann mal. Die wir noch nicht haben, aber egal, man hat schon mal die Käsemaschine. Noch eine Getreidemühle wäre ja schon mal ganz cool. Vielleicht die verbesserte sogar. Gärungsfass Level 2. Einen 2. Futtermacher brauche ich, glaube ich, noch nicht. Einen 2. Smoker auf jeden Fall. Marmeladenkocher, einen 2. Und dann noch einen Dessertzubereiter, im Idealfall einen 2. Wenn die Sachen dafür reichen. Bogenzaun, schlichter Zaun, Luftkugel, Eiskugel. Erstmal nicht. Wie wir auch den ganzen Tag jetzt verbracht haben, hier nur an der Arbeiten. Egal. Ist hier wichtig, dass wir die Farm erstmal zum Laufen bekommen. So, die beiden Käsemaschinen. Hier soll dann die verbesserte Getreidemühle hin. Genau. Der 2. Smoker darf hier hinten stehen. Smoker bist du. Dich würde ich, glaube ich, gerne mal abreißen. Und umdrehen. Wir machen da erstmal die 2. Marmeladenmaschine hin. Dann kommt, genau, hier 2-mal Dessertzubereitung hin. Ich reiße ich da drüben auch erstmal ab. Du kommst nämlich auch auf die andere Seite. Dann haben wir nämlich eine schöne kleine Produktion. Schön. Müssen nicht immer warten, bis eine Sache fertig ist. Dann haben wir das hier praktisch als komplette Mechanikerseite. Ein paar Bäume würde ich anpflanzen und dann müssen wir hier schauen, welche der Sachen für wiederkehrende Pflanzen gedacht ist und welche für einmalige Pflanzen. Und dann schmeiße ich erstmal ein paar Sachen in die Kiste. Also in die Maschinen eigentlich.
Nehmen wir alles mit, was wir haben. Das war so alles nicht geplant. Genau, Getreide, Tomaten, die Erdbeere, der Zucker, Paprika meinetwegen. Was bist du denn? Dich will ich mitnehmen. Mein Rucksack ist voll. Aus dir kann ich also erstmal nichts machen. So, da kann Fleisch rein. Da mache ich die Erdbeere rein. Habe ich nicht genug. Okay, nicht genug Erdbeeren. Mit dem Champignon konnte ich gar nichts anfangen. Mit dem Trüffel. Entschuldigung, nicht Champignon, Trüffel. Großer Unterschied. Milch. Hier kann ich aber bestimmt Käse machen. Auch irgendwas, von dem ich ganz viel habe. Um mal zu gucken, wie viel ich denn in den zweiten Mixer schmeißen muss. 9. Okay, da müssen immer 9 rein in Stufe 2 Sachen. Und 3 in die Käsemaschine. Okay, ich sehe schon. War schön, dann haben wir zumindest mal ein bisschen für Ordnung gesorgt. Ich würde mir gern jetzt... Ich bin zufrieden mit meiner kleinen mechanischen, ich weiß nicht, Industrieanlage. Soweit. Genau, bei den Kluckel war ich schon. Dann würde ich mir noch schnell was zu trinken machen. Irgendwas oder irgendwas anderes Kleines zum Heilen, wobei das werde ich morgen automatisch bekommen. Aus der Maschine. Aber ich kann kurz gucken, was ich mit den Kastanien vielleicht anstellen kann. Gehen wir ins Bett und machen uns heute dann noch daran, also bei Herbstschauer Tag 2, nicht heute, nicht in dieser Folge, sondern in der nächsten Folge, kaufen wir ein paar Herbstsamen und kümmern uns weiter um die Hauptquest. Ich denke, das ist ein Plan. Und ja, ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Ich war sehr überrascht von einigen Dingen. Von dieser ganzen, weiß nicht, Brunnenangelegenheit. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Mit den Erinnerungen. Was ist real und was nicht? Sind wir echt? Ist das, was wir tun, echt? Ist es nur Vergangenheit? Ist es nur Erinnerung? Weil Erinnerungen können halt die Gegenwart eigentlich nicht ändern. Wir werden sehen, was es alles bedeutet. Und ja, bis zum nächsten Mal dann. Danke fürs Zuschauen. Bye.